Hallo Martin hier, der Options Trader. Hier der Risikohinweis. So, ich habe natürlich jetzt ein paar Zuschriften bezüglich der Verlustverrechnungsgeschichte auch bekommen. Ihr wisst, wir haben gekämpft. Das Verfassungsgericht hat die Klage nicht angenommen, was ja eben nicht heißt, dass, ja, dass es jetzt nicht verfassungswidrig ist, sondern sie wollten sich scheinbar damit zu diesem Zeitpunkt, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht beschäftigen. Jetzt ist ja Herr Scholz Bundeskanzler, daher ist es ja mittlerweile dann egal, ob das Gesetz jetzt gekippt wird und ob das als hirnrissig dargestellt wird. Vorher könnte es ja natürlich etwas für Furore gesorgt haben beim Herrn zukünftigen Kanzler Scholz. Daher sind wir jetzt in einer, naja, schwierigen Situation. Wir haben das Gesetz jetzt nun da. Das Problem ist, dass es, ja, das ist falsch. Ich habe es schon gesagt, ich wiederhole mich halt, falsch interpretiert wird, auch von den Fachleuten, von den Fachkreisen, auch Steuerberatern. Was meines Erachtens ich ein bisschen schade finde, weil man nicht genau definiert hat, was Verlust ist oder nicht. Ich habe noch keine konkreten Informationen seitens BMF oder irgendwo bekommen, war auch zu vermuten. Es wird jetzt, also ich sag mal so, ich kann ja hier auf YouTube, ja, soll und darf natürlich keine Empfehlungen oder um Gottes Willen auch nichts Steuerliches sagen, sonst kriege ich den einer aufs Dach hier. Es muss halt in der Tat jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob er sich gesetzestreu, jetzt rede ich ganz Klartext, gesetzestreu nach dem Paragraph 4, glaube ich, Einkommensteuergesetz mit der Saldierung des, also der Jahresergebnisse, oder ob er etwas berechnet, was eigentlich nicht, wo es keine Rechtsgrundlage gibt. Ja, das ist die Einnahmenverrechnung und Ein- und Ausnahmen, Ein- und Ausgabenverrechnung. Ich benutze bewusst diese Worte, weil es die Wahr, weil es halt so ist. Ja? Gemäß Einkommensteuergesetz. Ja? Und wenn jemand oder etwas was anderes schreibt oder sagt, muss man halt selber überlegen, was man da tut. Auf der anderen Seite, wenn ihr die Einnahmen versteuert, und dann das Finanzamt das Geld davon haben will, bleibt ja natürlich der normale Klageweg. Ich vermute, dass wir also mehrere Klagen haben werden. Das Problem bei den Klagen ist, dass die Finanzgerichte jeden einzelnen Recht geben können. Ne? Und daher es nie zum Bundesverfassungsgericht kommt. Ne? Jetzt wird es aber so sein, dass natürlich jetzt ein Richter sozusagen das Problem hat. Er hat jetzt hier eine Gesetzesvorlage, die ist neu. Also jetzt betrifft sie eigentlich, jetzt kommt sie eigentlich erst zum Vorschein sozusagen, weil dieses Jahr ist ja noch nicht beendet. Erst praktisch nächstes Jahr. Da machen wir ja die Einkommensteuer. Und er wird dann sicherlich Karlsruhe anrufen. Ja, natürlich schriftlich, das ist jetzt nur symbolisch gemeint. Und natürlich fragen, naja, jetzt ist jemand hier, der hat 1 Million Gewinn nach eurer Berechnung, ja, und da müsste er jetzt so und so viel Steuern zahlen, er hat aber nichts auf dem Konto, weil er nettomäßig nichts hat, ist das rechtens, ja? Und dann wird sicherlich das Verfassungsgericht, und es müsste dann etwas schneller gehen, als wenn wir klagen würden, das ist der Unterschied zu den anderen Verfahren, die da ein paar Jahre gedauert haben, weil natürlich alle Finanzgerichte auf dieses Urteil warten werden. Ja, daher wird eine Dringlichkeit entstehen in irgendeiner Form, sodass zu erwarten ist, dass das Bundesverfassungsgericht in, naja, absehbarer Zeit, wie man es auch nennen mag, wir können ja nicht anders sprechen, da kann man ja nicht anderes sagen, natürlich sagen wird, dass das Quatsch ist. So. Und dann wird der Richter denjenigen Recht geben, dass er die Steuer höchstwahrscheinlich nicht zahlen muss, weil sie ja nicht begründet ist. Ist ja keine Begründung, die Einnahmen zu versteuern. Aber es gilt halt eben nur für den Einzelnen, der geklagt hat. Es ist aber sicherlich schon ein Durchbruch, weil wenn dann die Finanzrichter dann sehen, aha, da ist schon mal was, dann werden die alles abschmettern. Es ist halt eben einfach nur ein bisschen mühselig.
Ja, parallel könnte ich mir dann auch vorstellen, dass die Regierung unter Herrn Lindner, das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht, was da passiert ist mit den Wahlen. Jetzt muss man nur gucken, ob er sein Wort hält, dass er da auch etwas noch dagegen macht. Er hat es ja hier beschrieben, das könnt ihr nochmal lesen, Abgeordnetenwatch, da ist er aber ja ganz klar gegen dieses Gesetz. Da können wir und werden ihn nochmal anschreiben. Ich werde dann in der Weihnachtszeit, wenn ich ein bisschen Ruhe habe, da auch nochmal ein bisschen, vielleicht auch nochmal meine Klage ihm persönlich schicken. Habe es zwar schon gemacht, aber er hat ja natürlich viel um die Ohren. Jetzt ist er ja Minister, jetzt ist ja ein bisschen was anderes. Und dann könnte das natürlich auch parallel noch über die politische Schiene laufen. Weil, ich sag mal so, es wird sicherlich dann auch nicht für Herrn Scholz positiv enden, wenn dann doch irgendwo der Daily Mirror oder die ausländische Presse Deutschland lächerlich machen wird, indem sie sagen, dass dort Trader, die überhaupt nichts gewonnen haben, Hunderttausende von Steuern zahlen müssen, also, und das auf seine Kappe geht, auf Herrn Scholz, da vermute ich, da wird das dann irgendwie verschwinden, so schnell wie es gekommen ist. Das ist nur meine persönliche Meinung, um Gottes Willen. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie das läuft hier. Ja. Und daher, wie gesagt, kann jeder Einzelne muss selber entscheiden, wie er die Einkommensteuerberechnung macht. Ja. Meine Meinung kennt ihr. Es sind keine Gewinne, ne, die Einnahmen sind für mich Einnahmen unterjährig. Es gibt für mich noch keine andere Definition im Gesetzbuch, wo steht unterjährig. Ja, steht nur Verluste, Gewinne. Daher weiß ich, was ich zu tun habe. Und ja, so ist es halt. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Da müssen wir einfach jetzt halt mal schauen, was in den nächsten Monaten bei den Gerichten so abläuft. Es wird sicherlich sehr lustig und spannend, sage ich mal. Ach ja, das ist auch eine Welt hier. Ne? Verlust und Gewinn. Ne? Alles klar, ganz schlimm. Ich wünsche ich trotzdem einen schönen Sonntag und danke fürs Zuhören kurz.